Wow, ihr Pferdedudes und herzlich willkommen zu dem allerersten Trainingsvideo zu Hayley. Ich werde dazu auch eine eigene Playlist machen, damit ihr euch das dann vielleicht auch mal später nochmal so ein bisschen chronologisch angucken könnt und sehen könnt, wie sich das Ganze so entwickelt. Die allererste Einheit, die ich euch jetzt zeige, ist zwar nicht ganz die allererste Einheit, die ich bisher mit ihr gemacht habe, deswegen ganz kurz was zur Vorgeschichte. Ich habe die ersten zwei, drei Wochen hauptsächlich jetzt damit verbracht, dass sie die Umgebung ein bisschen kennenlernt, dass sie sich vor allen Dingen in der Herde eingewöhnt. Ich war viel bei ihr, beziehungsweise überhaupt halt viel da, um einerseits zu sehen, wie sie sich so macht in der Herde und andererseits, um sie quasi daran zu gewöhnen, so hey, hier, die da mit den weiß-lila Haaren, die gehört da irgendwie zu mir und die passt irgendwie so ein bisschen auf mich auf, so sage ich jetzt mal. Also, dass man eben anwesend ist. Und aber auch gleichzeitig möchte ich die Pferde immer nicht ständig aus der Herde rausreißen, weil das so die erste Aufgabe ist, die sie eigentlich machen sollen. Deswegen bin ich meistens mit ihr dann erstmal nur so 20 Minuten mal spazieren gegangen oder solche Sachen. Und habe auch einmal schon eine ganz kleine Roundpen-Einheit mit ihr zusammen gemacht. Wobei es da ganz um die Anfänge noch geht, wo ihr jetzt hier auch noch die ersten Ansätze überhaupt seht. Und zwar fangen wir mit dem natürlichen Folgen an. Das heißt also, dass sie erstmal lernt, okay, wenn ich da dem Menschen nachkomme und immer wieder zu ihm in die Mitte zurückkomme, das ist für mich so das Entspannteste und die beste Lösung, die ich gerade haben kann, dann habe ich meine Ruhe. Das ist so erstmal die erste Aufgabe für sie. Und was ich jetzt auch geübt habe, ist, dass, ja, was schon einige auch in den anderen Videos gesehen haben, dass am Boden angebunden sein. Das werdet ihr jetzt auch gleich nochmal sehen. Und das baue ich immer und immer wieder mit ein, dass sie lernt, dass das für sie eine entspannte Situation ist und was es bedeutet, wenn der Strick unten auf dem Boden liegt. Außerdem kennt sie das auch mittlerweile schon, dass wenn Druck am Knotenhalfter kommt, dass sie eben stehen bleibt, beziehungsweise nicht gegen diesen Druck geht, sondern dem Druck nachgibt und dann dementsprechend der Druck auch nachlässt. Ne? Das sind so Dinge, die Pferde bei mir lernen müssen, eben damit sie halt nicht in Panik geraten, wenn sie irgendwo mal hängen bleiben oder sowas in der Art und dass man sie eben auch am Boden anbinden kann. Ich zeige euch das hier jetzt nochmal, wie ich das mache. Das ist eine Sache, die ich bei meinen Pferden immer mit einbaue. Muss nicht jeder so machen, muss auch nicht jeder gut finden. Bei mir hat sich das halt ja gut bewährt. Und ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Aber jetzt geht's erstmal los mit der ersten Einheit zu Hayley. Viel Spaß und wir gucken uns das natürlich zusammen an. Achso, bevor ich damit anfange, die ungeschnittene Variante ist für die Kanalmitglieder, für die Pferdenerds auch online. Vielleicht noch nicht heute, vielleicht dann erst morgen. Aber wer das ungeschnitten alles komplett sehen möchte, kann da gerne reinschauen. So, als allererstes habe ich ihr den Roundpen erstmal nochmal gezeigt. Ich zeige ihr erst nochmal ihre, ich sag jetzt mal, Trainingsumgebung. Und ich lasse sie hinter mir herlaufen, in der Führposition, dass ich vorne bin und sie eigentlich abschalten kann und sich auf mich verlassen kann. Aber zur Führposition habe ich schon mal ein Video gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich schon meinte, das Anhalten und das am Boden stehen bleiben. Das Prinzip ist quasi schon, sie hatte wie gesagt vorher schon gelernt, Druck auf dem Knotenhalfter heißt dem Druck nachgeben. Und jetzt erstmal nur mit Wow und ein Stückchen entfernen und immer loben, wenn sie stehen bleibt. Und dann versuche ich auch, mich mal wegzudrehen und so, dass sie immer wieder lernt, okay, nee, ich werde immer wieder korrigiert, wenn ich mich bewege. Egal, was die da macht, ich muss hier irgendwie stehen bleiben. Immer mit dem Signalwort Wow. Genau. Und loben, wenn sie stehen bleibt. Ne? Loben, loben. Und noch ist sie sehr, was macht sie da? So, und will sich ein bisschen mit der Umgebung beschäftigen. Was okay ist, gerade bei einem jungen Pferd, ist alles okay. Und als sie sich dann wieder zu viel bewegt hat, habe ich sie wieder korrigiert, wieder dorthin gestellt, wo sie hin sollte, sie nochmal gelobt fürs Stehen und bin dann einfach mal so um sie herumgegangen. Man muss ein bisschen ausprobieren, wo die Pferde am meisten sich irgendwie entspannen, dass sie merken,
Ja, okay, gut, ich muss einfach nur stehen bleiben. Und das hat bei ihr sehr gut funktioniert. Um sie herumgehen, dann nochmal loben, dann bin ich wieder weggegangen, nochmal gelobt und so weiter. Dass sie merkt, ah, die Aufgabe ist, ich soll hier stehen bleiben. So, und ich mache das halt auch so, dass sie mit dem Knotenhalfter, mit dem Strick nach unten stehen bleiben soll. Und ansonsten kann sie dann auch mitkommen, wieder ohne Knotenhalfter. Ich glaube, der Akku ist alle. Natürlich geht der Akku dann immer alle bei solchen Geschichten. Gut. Und hier fange ich an mit dem natürlichen Folgen und dem Ansaugen. Das heißt, ich versuche sie sozusagen so ein bisschen abzuholen. Hier seht ihr das mal, wie ich an ihr vorbeilaufe und die Aufmerksamkeit auf mich lenke. Und sie jetzt dann mich also zu ihr drehe und sie ansauge mit dieser Gestik und dass ich mich ein bisschen nach hinten einknicke und kleiner mache. Und wenn sie kommt, kriegt sie wieder ein Lob. Und da das ganz gut geklappt hatte, dann ohne Stick, habe ich den Stick gleich mit dazu genommen, damit das für sie gleich total normal ist. Hier mache ich es übrigens falsch, ich habe den Stick hier auf ihrer Seite. Sie soll den Stick immer auf der anderen Seite behalten. Und hier seht ihr, dass sie halt noch sehr zögerlich erstmal mitläuft. Ne? So, ah, soll ich das? Soll ich das? Und dann hilft es, wenn man so ein bisschen in Bögen vor den Pferden langläuft, sodass die Entfernung nicht zu weit wird. Und immer wieder dieses Einladen, dieses ja komm, dieses Ansaugen. Ne? So, dass sie lernt, okay, zu mir zu kommen, wenn ich sie darum bitte, sozusagen, ne? Wenn ich sie aktiv dazu einlade. Es ist ganz wichtig, dass sie das nicht einfach irgendwie macht, sondern wenn man ihr das konkret sagt. Hier seht ihr jetzt nochmal Stick wechseln auf die andere Seite, ne? Dass der Stick immer auf der pferdabgewandten Seite ist. Und hier lasse ich die Entfernung, also hier gehe ich dann gleich ein bisschen zu schnell, ne, und habe sie verloren. Das passiert mal. Ne? Also gerade, weil da auch ein bisschen was rumliegt, das hätte ich auch rausnehmen können. Naja, egal. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Macht nichts. Ich würde sie jetzt nicht wegschicken, weil sie halt, weil das in meinen Augen ein Missverständnis war. Und deswegen gehe ich halt nochmal hin und versuche diese Verbindung, dass man sich wie so ein Gummiband oder ein Kaugummi vorstellen kann, wieder aufzubauen. Das heißt, ich muss erstmal näher ran, damit das wieder kittet und dann kann sich das wieder so ein bisschen auseinanderziehen, dass man so eine Gummiverbindung hält. Ja? Genau. So. Und sie immer wieder motivieren, bis sie es lernt. Na? Und hier war sie jetzt aber wieder der Meinung, nö, ich drehe nochmal um. Und das ist für mich dann der Punkt, wo ich sage, okay, gut, wenn du nicht mitkommen willst, dann gibt es Arbeit. Dann lauf los. Mein Handy ist gerade angesprungen mit, okay, gut. Deswegen lasse ich sie jetzt laufen. Nicht sonderlich schnell, muss sie gar nicht. Nur, dass sie merkt, okay, jetzt muss ich was tun. Blöd. Wichtig ist, ihr bestimmt Tempo und Richtung. Ja? Ne? Also sie soll nicht einfach anhalten, sondern ich sage dann schon, okay, jetzt musst du aber laufen. Wie gesagt, muss nicht dolle sein, muss man immer mal entscheiden, wie die Pferde so drauf sind. Und hier habe ich mich halt dann dafür entschieden, okay, gut, jetzt können wir es ihr nochmal anbieten. Und natürlich kann sie das noch nicht von so weit, ne? Aber ich wollte es ihr trotzdem mal aus der Ferne anbieten. Und weil sie eben noch nicht so weit ist, gehe ich näher ran. Ne? Ich habe sie versucht, noch mal ein bisschen zu aktivieren in der Hinterhand, dass sie das lernt. Und da ist sie jetzt natürlich wieder damit beschäftigt, mit dieser Stange. Ich sage ja, erhöhter Schwierigkeitsgrad. Aber ich finde es großartig, dass sie es trotzdem macht. Ne? Ansonsten wäre es meine Aufgabe gewesen, wieder näher heranzugehen und ihr wieder das zu geben, was sie schon mal kannte. Ne? Genau. Und ganz viel loben, weil sie ist dann trotzdem gekommen. Ne? So, sie ist ja nun auch ein sehr entspanntes Pferd und ein sehr schlaues Pferd. So, bei Pferden, die eh Schwierigkeiten haben, nehmt bitte solche Stangen raus und sowas. Ne? Bei ihr war es mir halt relativ schnurz. Ne? Und hier nochmal anbieten, nochmal, ne? Nochmal so mitnehmen. Und das klappt halt auch ohne, dass ich sie die ganze Zeit wegschicken muss. Weil sie erstmal lernen soll, bei mir zu bleiben, bei mir bleiben zu. Und ganz viel loben, wenn sie kommt, ne? Ne, hier auch noch mal so ein bisschen mehr aus der Entfernung, dass man dieses Einladen
die werden auch verpflichtet jetzt. Dass man sie dann eben auch von... Bitte ein bisschen laufen. So, dass man die halt jetzt auch von Weitem einladen kann. Ne? Ich habe sie dann noch mal ein bisschen laufen lassen, ein bisschen Kreislauf aktivieren, sage ich jetzt mal, weil sie recht müde schien. Ne? Aber mittlerweile hat sie sich auch hingelegt und geschlafen. Ne? Und jetzt so aus der Entfernung ist das halt nicht so einfach für sie. Ne? Sie weiß noch nicht so genau, was sie jetzt soll, ob sie stehen bleiben soll. Und deswegen ein bisschen näher rangehen, bis man so das Gefühl hat, wie bei Magneten. Ne? Wenn die weit genug weg sind, können die sich nicht anziehen, aber man kommt dann immer so ein bisschen näher und bis man merkt, jetzt kommt der Zug. Dann an der Stelle nochmal, komm, na komm, bis sie immer wieder die Erfahrung macht, wenn dieses, ja komm her, kommt und ich diese Bewegung mache, dass sie dann zu mir kommt. Und ich habe es jetzt hier auch nochmal, wenn ich mich recht erinnere, natürlich ganz, ganz viel loben. Sie mag das übrigens auch so, am Kopf und hinter den Ohren. Hier musste ich sie einmal kurz wegschubsen, weil sie so der Meinung war, so, ich muss jetzt in meinen Bereich reinkommen. Aber so wie es reinschallt, so schallt es auch hinaus. Ne? Also sie ist ja so hineingeschlichen, sag ich jetzt mal. Also habe ich sie dementsprechend auch nur so rausgeschoben. Wenn sie jetzt so mich umgebollert hätte, dann wäre meine Reaktion dementsprechend auch deutlicher gewesen. So. Aber ich glaube, ich habe es hier nochmal gezeigt, was das auf das Pferd zugehen, also dieses Einladen dann ausmacht, wie man das macht. Ja. Nee, ne? Wenn gesagt ist Trab, bleibt es auch beim Trab. Und ich lasse sie auch erstmal den Fehler machen. Also sie soll erstmal in den Schritt fallen und wenn sie und korrigiere dann den Fehler. Und nicht schon vorher, wenn man so denkt, oh, sie ist langsam, dann treib, sondern so. Hier gehe ich zum Beispiel von dem Pferd weg Richtung Zaun. Versuch's erstmal aus der Entfernung und geh dann auf sie zu. Und hier bin ich zum Beispiel erstmal mehr so auf ihren Kopf zugegangen. Und jetzt könnt ihr sehen, wie der Kopf sich wegdrehte. Und das ist dann der Punkt, wo ihr merkt, okay, das war jetzt zu doll. Also geht mehr seitlich ran. Ne? Und saugt sie dann an. Ihr braucht immer die Aufmerksamkeit des Pferdes, dass das Pferd den Kopf euch zudreht, die Ohren euch zudreht. Ne? Und dann könnt ihr kommunizieren. Wenn sie den Kopf so wegdreht, dann wird das nichts. Wollte ich euch bloß mal zeigen, deswegen habe ich es auch mal gemacht. Ja. Und, genau, ich finde, Heidi zeigte eigentlich sehr schön, gerade bei dem letzten, was ihr jetzt gesehen habt, so, oh nee, das ist mir jetzt zu viel, so mag ich nicht kommunizieren, beziehungsweise so gehe ich jetzt vielleicht lieber weg. Und das sind halt auch Dinge, die man von Pferd zu Pferd ein bisschen ausprobieren muss. Nicht jedes Pferd akzeptiert jede Entfernung oder Nähe. Also das muss man auch erstmal ein bisschen herausfinden. Tasten. Da gibt es nicht ein, ja, du musst 5 Meter vom Pferdekopf wegstehen oder so. Sowas gibt es nicht. Man muss ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Ne? Und das habt ihr hier jetzt eigentlich auch ganz schön gesehen. Und ich glaube, man konnte auch aus der Perspektive ganz gut sehen, was ich meine mit dann seitlich zum Zaun laufen. Ja, genau. Das ist so mein kleiner Einblick dazu gewesen. Ich hoffe, ich habe jetzt dazu auch alles erzählt, was mir jetzt dazu nochmal eingefallen ist, so im Nachhinein. Das war, wie gesagt, die zweite Einheit im Round Pen. Die erste Einheit dazu haben wir uns nur damit beschäftigt, so hey, komm mal mit. Und dieses Einladen, das hat sie jetzt schon viel, viel besser gemacht. Und ich glaube, das wird richtig flink gehen. Mir ist es wichtig, dass das mit zur Grundausbildung gehört, damit ich zu den Pferden einen guten Draht aufbauen kann. Und natürlich kommen da noch viele Aufgaben am Knotenhalfter und so, also da könnt ihr euch auf jeden Fall noch freuen. Die Grundausbildung beginnt für mich immer am Boden, sodass ich sage, so, ja, wenn die Kommunikation am Boden stimmt, dann können wir auch im Sattel damit anfangen. Ja, genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin gespannt auf euer Feedback, wie ihr das macht. Ich weiß, das ist eine abgewandelte Form von einer Arbeit. Ich mache das alles ein bisschen, gebe dem Pferd ein bisschen mehr Zeit und mehr Chancen. Ich weiß, dass einige da eher durchgreifen würden. Das Gefühl habe ich aber nicht, dass Haley das braucht. Und sie hat das ja auch am Ende super gemacht. Da muss man immer ein bisschen abwägen, in welche Richtung das geht. Also ich bin gespannt auf eure Meinung. Lasst gerne Feedback da und auch, wie euch diese Art jetzt dafür gefallen hat. Mal sehen, wie ich diese
Serie dann weiterentwickle. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!